Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online. Und wir werden heute wieder versuchen zu züchten. Ich kann es eigentlich kaum abwarten. Ich musste mich schon so zusammenreißen, nicht zwischendurch nochmal zu züchten. Und ja, wir werden aber jetzt erstmal, bevor wir das tun, schnell mal das Ei ausbrüten. Beziehungsweise es müsste jetzt fertig sein und ich bin ganz gespannt, was hier drin sein wird. Okay, fertig zum Schlüpfen. Dann schlüpfen wir das Stufe 4 Wüstenei. Na, was kommt raus? Bitte was Schönes. Ein Fuchs oder so. Was ist das? Nein, das ist dieser komische Käfer. Dieser, oh Gott, sind das Perlendreher oder so? Skarabäus. Ja gut. Beschwören. Müssen wir natürlich erst einmal beschwören. Mal gucken, wie er so aussieht. Ganz lustig irgendwie. So, dann werde ich auch direkt mal ein neues Ei rein. Ich habe so viele Eier gesammelt. Stufe 3, Stufe 1, was habe ich denn alles so Schönes? Hier nochmal einmal Stufe 4, das werde ich mal in die Brutstation legen. Ein Platz übrig. Ja, mal gucken, wie lange dauert es? 4 Tage wieder, oh mein Gott, wieder so extrem lange. Egal, wie dem auch sei, wir werden erstmal unser Pferd fliegen. Und ein bisschen was zu futtern bekommt es auch. Ja, siehst du, es ist hungrig. Hat schon lange nichts mehr zu futtern bekommen. Nein, wir wollen es natürlich ausgeruht bzw. nicht hungrig in die Zucht schicken. Und ja, mal sehen. Ich nehme auch wirklich Pumpkin dafür, weil ich denke, Pumpkin ist da ganz gut für. Bist immer noch hungrig, kriegst du noch eine Karotte. Fress, sei nicht mehr hungrig. Oh, guck mal, wie sie sich freut. So, bist du immer noch hungrig? Du bist immer noch hungrig? Das kann doch nicht sein. So viel Karotten habe ich ja schon fast gar nicht mehr. Vertrautheit ist aber gut, wenn das steigt. Ich putze dich erstmal. Erst einmal den Schweif bürsten. Eigentlich sieht Pumpkin echt schön aus, ne? Muss man schon sagen. Muss ich zugeben, ich finde Pumpkin eigentlich ganz hübsch. Was nur noch schöner wäre, wenn Pumpkin nun auch eine lange Mähne hätte. Ihr wisst ja, ich möchte unbedingt ein Pferd mit langer Mähne haben. Aber ja gut, mal sehen. Mal sehen, ob irgendwann mal eins mit langer Mähne rauskommt. Wobei, ja, ich mag Pumpkin auch so leiden. Ich putze es zweimal, denn dann ist es immer viel besser und ich möchte, dass es glitzert. Wobei ich nicht weiß, ob zweimal das schon reicht, aber mal sehen. Ups, jetzt ist bei mir gerade irgendein komisches Fenster aufgeploppt, egal. So, noch einmal die Mähne sauber machen. Ja, so viel Dreck. Unglaublich. So, das hätten wir schon mal geschafft. Schönheit plus 20. Wovon habe ich denn viel? Ich könnte noch einmal... Nee, es glitzert schon. Okay. Ein einfaches Spielzeug. Ich habe noch nie mit einem Pferd gespielt. Ich mache es einfach mal. Oh, wie geht denn das? Ah, da muss ich bestimmt... Genau. Good play! Ja, hätte wahrscheinlich besser sein können. Angehende Freundschaft, ich höre dich, wenn du mich rufst. Oh, wie schön. Sympathie des Pferdes, wir sollten uns auch einmal ausruhen. Okay. Oh, verbleibend 8. Das ist natürlich krass, dass ich da so viel habe. Ja, ich denke, Pumpkin müsste jetzt erstmal bereit sein für die Zucht. Hoffe ich zumindest, also dass es ein bisschen hungrig ist. Da kann ich leider überhaupt nicht wirklich was machen. Ich kann ihnen noch eine Karotte geben, wobei ich glaube, dass es eh nichts bringt. Aber ich lasse mein Pferd einfach ungern hungern. Und Karotten sind ja nun mal echt lecker. So, immer noch hungrig. Immer noch hungrig. Ja, mehr gibt es jetzt aber nicht. Das muss jetzt erstmal reichen. So, frisch gestriegelt. Und warte mal, ich gucke noch mal kurz das Profil an. Gesundheit, Erschöpfung, es geht noch einigermaßen. Es könnte schlechter sein wahrscheinlich. Glück aber auf sehr gut, das ist sehr schön. Okay, dann gucken wir jetzt mal in der Zucht vorbei. Und ich muss mal meine Liste hier ein bisschen wegmachen, weil das leider schon alles ausgelaufen ist. Entfernen, jo. So, dann habe ich noch Snowball, obwohl Snowball leider nur noch 2 Herzchen hat. So, dann gucke ich jetzt mal. Was möchte ich haben? Ich bin ja immer noch für Grau. Aber ich glaube fast, dass Grau nichts werden wird. Grau. Apfelschimmel halt, ne? Ist ja Grau mit drin. Und Schwarz finde ich auch nicht so schlecht. Und White Gray sowieso. Mähne lang. Und dann suchen wir mal. Ah, plus 9. Wow.
Das sieht ja natürlich auch richtig, richtig schön aus. Aber ich glaube, ich gucke... Aber 7 sind natürlich auch nicht so viele. Die haben natürlich Genetics alles total runter. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hätte eigentlich schon gern eins, wo die Genetik stimmt. Wow. Oh mein Gott. Aber 15.000 einmal hinzufügen. Das sieht natürlich schön aus. Aber Genetik 2 auch nur, ne? Ich hätte schon echt... Hier, Genetik 9. Sowas hätte ich schon gerne, aber es ist echt richtig teuer. Wobei, das könnte man noch versuchen. Aber besser ist es natürlich, eins mit noch mehr zu nehmen, damit wenigstens die Fellfarbe mit rauskommt. Das wäre super. 30.000. Oh, das sieht auch so schön aus. Einmal hinzufügen. Auch wunderschön. Ja, ich mache erstmal schnell meine Liste voll. Und dann gucken wir mal, was ich da nehme. Das hier finde ich auch immer noch so toll. Nehme ich mal mit auf in die Liste und dann gucke ich nochmal, was nehmen wir noch? Das finde ich auch... Ich probiere einfach mal alles aus. Es gibt ja eigentlich so viele schöne immer mal so zwischendurch. So, was haben wir hier? Oh, das sieht auch hübsch aus. 17.000. Gibt es nicht mal ein bisschen günstigere? Wie der hier, der sieht auch toll aus. Plus 3 ist ganz okay. Plus 3, 10.000. Oh, das sieht auch schön aus. Einmal mit auf die Liste. Wobei, hier, plus 5. Das ist schon besser. Ich glaube, bald kann ich eh keine mehr hinzufügen. Und ich glaube, ich muss vorher sowieso noch ein Pferd entlassen, leider. Das kann gut passieren. Oh, 2,5 leider nur. Oh, das sieht ja so toll aus. Ich bin da manchmal echt so begeistert, aber das kennt ihr ja nun schon von mir. Bay gucke ich nochmal nach. Bay finde ich nämlich auch ganz hübsch eigentlich. Black hatte ich schon. Dies kann ich nochmal... Oh ja, das finde ich auch hübsch. Okay, Suche, also Suche. Hat es jetzt nichts gefunden, oder wie? 8.000. Plus 4. Ich mag halt das Braun eigentlich nicht ganz so gerne. Aber egal. Oh, das finde ich wieder schön, wenn es eine helle Mähne hat. Ne? Das ist dann wieder meins. Okay, mal kurz hinzufügen, wobei plus 3 halt auch nicht so gut ist. Und mir wurde geraten, unbedingt eins zu nehmen, das eine bessere Abstammung hat, damit zumindest die Fellfarbe rauskommt. Und natürlich ist es trotzdem gut, denn die Chance, dass jemand mit langer Mähne rauskommt, ist natürlich dann noch ein bisschen höher. So, gucken wir nochmal das andere an. Ups, jetzt habe ich natürlich zu viele ausgewählt. Die müssen nochmal weg. Und was hatte ich? Bugskins schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Plus 1. Warum immer nur plus 1? Achso, das war die falsche Taste. Plus 9. 15.000. Oh, plus 9 ist aber sehr gut. Oh, ich habe nicht genug. Meine Liste, dann muss irgendjemand mal runter. Ach, guck mal hier. Snowball, ich muss Snowball erstmal runter machen, leider. Obwohl sie so super schön aussieht. Aber die Werte sind jetzt mittlerweile nicht mehr so gut. Dafür nehme ich den erstmal auf die Liste mit drauf, weil plus 9 ist schon mal super. Obwohl ich habe halt schon ein Bugskin eigentlich. Aber egal, wir versuchen das alles trotzdem mal. Ich hätte gerne eine weiße Mähne, das wäre natürlich noch schöner. Aber das ist natürlich alles noch schwer zu bekommen. Plus 7? Ja, das sieht auch schön aus. Aber ach, zu wenig Herzen. Ich möchte da kein Risiko eingehen. Ich bin da jetzt immer so ein bisschen vorsichtig. Sehen alle relativ gleich aus. Plus 5. 12.000. Natürlich, die haben dann wieder viel, viel mehr. 20.000 Karotten für ein plus 1 Pferd. 16.000. Schwer, schwer, schwer. Ich werde es aber gleich versuchen. Ich starte jetzt erst einmal... Ups, Entschuldigung. Die letzte Suche. Und dann habe ich schon Appaloosa genommen. Weiß ich jetzt gar nicht. Und dann werden wir mal unser Glück versuchen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob irgendwas rauskommt. Das nehmen wir nochmal. Noch einmal schauen. Bei plus 5 ist nichts. Hier haben wir einen mit langer Mähne. 6.000. Ah. Geht so, geht so. Auch nicht so das Wahre jetzt momentan. Plus 1. Plus 7. Plus 7 ist wieder... Oh, den kann ich leider nicht mehr hinzufügen. Schade. Okay. Plus 7 ist aber sehr gut. Warte mal, meine Liste. Oh, das ist so schade. Plus 2 nur. Was habe ich hier noch? Ich muss nochmal ein paar aussortieren. Ja, dann mache ich den hier mal weg. Entfernen. Bestätigen.
Und nehme ihn hier nochmal mit dazu. 23. Das ist natürlich teuer, 23.000, ne? Trotzdem mal. Okay. Und dann muss ich natürlich noch einmal schnell zurück zur Ranch und muss leider, leider ein Pferd entlassen. Und ich denke, es wird leider Sunflower sein. Wir haben mit Sunflower jetzt schon so viel gemacht. Hat maximales Level leider, aber trotzdem bleibt es halt auf Stufe 4. Und damit ist leider Sunflower das schlechteste Pferd, das ich habe. Und deswegen sage ich, Sunflower, es war schön mit dir, aber du hast dir jetzt eine Freizeit verdient. Und deswegen darfst du nun herumgaloppieren und ja, so viel machen, wie du möchtest. Hab ein schönes Leben. So. Und damit habe ich wieder einen Platz frei. Okay, jetzt gucken wir mal meine Liste. Oh, guck mal, das hat jetzt schon wieder Minus. Oder hatte das ist vorher auch schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal das hier testen und versuchen. Einfach nur mal gucken, ob das irgendwie klappt mit denen hier. Und dann kann ich hier nochmal weiter gucken. Das könnte man natürlich auch probieren. Und dann ist aber schon fast alles weg hier. Oder dieses hier. Ich weiß nicht. Wir versuchen einfach mal, auch wenn es die Abstammung nur plus 2 hat. Oder ich versuche es gleich mit denen. Aber 30.000 ist natürlich echt viel. Oder das hier. Dann hätte ich zum Beispiel schon mal ein schwarz-weißes. Ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Hat auch nur 15.000. Aber das Fell habe ich halt schon. Ich glaube, ich versuche es mal mit denen hier. Das hat eigentlich recht gute Werte. Ich versuch's mal. Warte mal, was steht denn hier so? Alles nur plus 1 leider. Hier einmal plus 2. Das ist natürlich auch nicht so viel. Ah, das oder das. Ich könnte dann, wie viel habe ich denn? Oh, ich kann nicht beides versuchen. Ich kann mich nur zwischen 1 entscheiden. Plus 7 ist natürlich besser als plus 2. Plus 7, plus 2. Oder gleich plus 9 einfach versuchen. Na, da ist die Genetik halt sehr, sehr schlecht. Oder 2 etwas schlechtere. Das könnte ich natürlich auch versuchen. Okay, was sagt mein Gefühl? Mein Gefühl sagt, probier das hier. Aber es ist halt plus 9. Ich habe noch kein schwarzes. Das ist natürlich echt mit der Genetik echt scheiße jetzt. Auf gut Glück, dann habe ich noch 10.000 übrig für ein anderes. Machen wir das mal so. Ich versuche Shadow. Drückt mir die Daumen. Drückt die Daumen. Danach muss ich sowieso wieder mega viel Karotten sammeln. Oh, guck mal, die würden so gut zusammenpassen. Das Shadow sieht echt toll aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Wunder, wunderhübsch. Und es kommt ein Pferd raus. Ein Buckskin, oder? Sieht zumindest so aus. Okay. Ein Buckskin. Ein Buckskin. Buckskin. Das klingt so komisch, wenn ich das sage. Okay, wie nennen wir es denn? Es ist zumindest leider kein schwarzes geworden. Das ist aber echt schade. Lass mich kurz überlegen. Ja, Bucky. Einfach nur Bucky ist doch auch ganz schön. Bucky. Bucky. Okay. So, dann haben wir Bucky. Back to Ranch. Gucken wir mal das kleine Fohlen an. Tja, schade, dass es ein Buckskin geworden ist. Bucky. Oh, die ist trotzdem so süß immer. Hallo, Bucky. Hallo, klein Bucky, wie geht's dir? Okay, mal gucken, was sagt denn das Pferdeprofil zu Bucky? Details. Oh, normale Mähne. Aber lang und dick ist der Schweif. Das ist natürlich auch eigentlich ganz cool. Ich kann sogar das Fohlen freilassen. Normale Mähne finde ich aber schon mal ganz gut, muss ich sagen. Stufe 7, Stufe 5. Ich glaube, ich werde Vanilla Cake auch nochmal freilassen, weil Vanilla Cake, muss ich sagen, außer dass es ein Buckskin ist, gefällt mir leider nichts an dir, Vanilla Cake. Und den Namen, ja, den finde ich ganz schön, das muss ich sagen. Pferd freilassen und noch einmal was anderes versuchen. Tschüss, Vanilla Cake. Hab ein schönes Leben. Es ist immer so fies, eigentlich müsste man sich da was zukaufen. Nee, Pflege brauche ich momentan noch nicht. Wir versuchen noch einmal eins aus der Liste. Genau, hier haben wir nämlich noch plus 5. Danger. Oder hier ein plus 3, ne? Das ist halt nicht so viel, plus 3. Okay, 10.000. Dann bin ich echt pleite. Wäre natürlich schön, wenn nochmal ein helles rauskommt. Würde ich ganz toll finden. Versuchen wir Danger. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Wie gesagt, ich muss dann eh wieder normal Karotten farmen.
habe jetzt so viel gespart und dann versuchen wir jetzt nochmal mit Danger. Vielleicht kommt noch so ein wunderschönes Helles raus. Das wäre natürlich super. Plus 5 ist eigentlich ganz okay. Mit 3 Herzen hoffe ich, dass das noch gut ist. Oder wir büßen ein bisschen was ein. Das kann ich auch machen. Und habe dafür ein halbes Herzchen mehr. Geht auch eigentlich. Kann ich auch machen. Da gehe ich eher auf Nummer sicher dann, würde ich sagen, ne? Wir versuchen es einfach mal. Ist eh alles immer nur gut Glück. Und wer noch ein paar andere Zuchtversuche hat für mich, darf sich natürlich sehr gerne melden und es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich soll ja Pferde mit besseren Werten nehmen und ich versuche es. Ah, oh, und das ist wieder so eins ein Appaloosa. Ich finde die Appaloosa ja eigentlich sehr schön, muss ich gestehen. Aber es geht so, weil ich ja schon eins habe. Warum kommt ausgerechnet ein Appaloosa raus? Ein Appaloosa namens Pünktchen. Pünktchen. So. Oh, achso, Zeichen, die nicht erlaubt sind. Das ist natürlich doof. Was kann man denn... Mache ich aber ein X. Das soll trotzdem Pünktchen heißen. So, Pünktchen. Hallo, du bist doch... Als Fohlen sind die alle so unglaublich niedlich. So. Pünktchen. Okay, dann gucken wir uns mal an, aber ich ahne nichts Gutes. Oh, Mene Lang! Oh mein Gott! Mene Lang! Ah, ich habe ein Pferd mit langer Mähne. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Pünktchen, ich hab dich gern. Oh, wie toll! Ein Pferd mit langer Mähne. Es hat tatsächlich geklappt. Kurzer Schweif zwar, aber das ist ja nicht so schlimm. Das finde ich jetzt super toll. Oh, das... Nee, ich muss nochmal lesen. Habe ich mich jetzt verlesen? Pünktchen. Details. Mähne. Lang. Oh, wie toll. Ganz dünnen Schweif. Ja, na gut, man muss eh mal irgendwas einbüßen, ne? Oh Gott, wie toll ist das? Hochmütig, ist sehr arrogant und stolz. Ja, bei so einer langen Mähne würde ich das auch sein. Genauso wie hier... Hallo, was ist das mal? Whisperwind. Ist genauso arrogant und stolz, glaube ich. Warte, da gucke ich nochmal schnell nach. Oh Gott, ich bin schon über der Zeit. Whisperwind. Ja, arrogant und stolz. Oh Gott, ich habe mein erstes Ziel jetzt erst einmal erreicht, eins mit langer Mähne zu bekommen. Oh, ich bin jetzt erstmal so glücklich. Das glaubt ihr mir gar nicht. Okay, ich würde sagen, ich warte jetzt nochmal, bis die Pferde ausgewachsen sind, die kleinen süßen Fohlen. Und dann sehen wir uns nochmal die kleinen Fohlen an. Oder beziehungsweise die stolzen großen Pferde dann. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Mein Pferd ist gerade gewachsen. Ihr habt es da hinten gesehen. Und ich bin jetzt so mega gespannt. Und Buggy ist auch schon gewachsen. Oh, du hast eine so schöne lange Mähne. Oh mein Gott. Und so dunkel. Also keine helle Mähne, nur eine dunkle Mähne. Wobei ich Buggy auch gar nicht mal so hässlich finde. Moment. Hier, Pünktchen. Einmal wechseln auf Pünktchen. Da haben wir Pünktchen. Oh, sieht wirklich sehr schön aus mit der langen Mähne. Ich würde mir zwar noch eine andere Farbe wünschen, aber dafür gibt es dann die Zucht das nächste Mal. Natürlich muss ich jetzt erstmal wieder voll Karotten sammeln zum nächsten Züchten. Und dafür werden wir dann auf jeden Fall Pünktchen nehmen. Denn es ist nun mal so, wenn beide Eltern lange Mähne haben, dann ist die Chance von langer Mähne einfach noch viel, viel höher. Und ja, ich habe auch noch viele andere Zuchtexperimente vor dann. Und das werden wir dann aber erst sehen. Wie gesagt, schade, dass der Schweif so kurz ist, aber das ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Oh, die Mähne, sie ist so toll. Dann gucken wir uns auch noch einmal Buggy an. Einmal auf Buggy. Sieht auch ganz hübsch aus. Ne, mit der normalen Mähne sieht das viel schöner aus als mit der ganz kurzen. Ja, kann man machen. Was ich jetzt noch machen werde, ist einmal ganz kurz in die Zucht gehen und Pünktchen einmal registrieren. Mindestpreis 10.000 bei denen? Warum denn 10.000? Oh, das ist natürlich doof. Höchstpreis, Mindestpreis. Ach nein, registrieren. Oh Gott, was sage ich denn da? Registrierungsgebühr 5.000, denn ich habe wieder ein bisschen gesammelt jetzt in der Stunde, wo sie gewachsen sind. Und Mindestpreis sind 10.000
und Höchstpreis sind 40.000. Wobei ich eigentlich gerne... Geht das nicht ein bisschen weniger? 8.000 geht noch. 6.000. Ich muss mal gucken, ob das geht. Je höher die Anzahl der Paarungen, desto niedriger die Chance der Schwangerschaft. Boah, wir haben sogar eine 3,5 Chance. Das ist sehr cool. Moment, ich wollte 8.000. 8.000 finde ich immer ein ganz fairer Preis eigentlich. So, einschreiben, geht das so? Okay, es ist tatsächlich mit 10.000. Aber man kann es ja mal versuchen. Dann schreiben wir mal eben Pünktchen ein. So. Unregistriert? Nee, es ist fertig. Ich darf nicht auf unregistriert drücken. Okay. Pünktchen ist registriert zur Zucht und jetzt bin ich gespannt, ob ein paar Karöttchen mit Pünktchen herauskommen und ja, das wäre natürlich super, dann gleich für die nächste Zucht, wobei es sehr, sehr viele Appaloosa gibt, die in der Zucht stehen, aber ich lasse mich einfach mal überraschen und damit würde ich euch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, also bis später und auf Wiedersehen. Oh, wie schön, Pünktchen reitet nur einmal durchs Bild.